Hallo zusammen, ich melde mich jetzt von meinem nächsten Campingplatz wieder. Und zwar ist heute Tag 14 meines Roadtrips, den ich ja alleine mache, weil Isa sich gestern verabschiedet hat oder heute Morgen. Und ich war heute in Wanaka unterwegs. Das kleine Städtchen ist ganz nice, aber da hatte ich auch nicht so viel zu tun, weil in der Bibliothek, da kann man nur 30 Minuten freies WLAN benutzen. Und jetzt bin ich in einem alten Pub von 1863, glaube ich, der auf dem Campingplatz steht. Ist ziemlich cool. Ich glaube, ich versuche heute Nacht auch mal ein paar Fotos hier zu machen, wenn so der Mondschein da durchfließt und so. Ja, ansonsten freien Campingplätze sind halt mega in Neuseeland. Freue ich mich mega drüber, weil es ist echt cool. Auch an coolen Plätzen zum Teil. Und ja, dann mache ich heute nicht mehr so viel, nur noch Fotos, Reisetagebuch und sowas. Halt das, was die letzten Tage hängen geblieben ist. Weil durch die ganzen Aktionen, die wir dann zum Schluss gemacht haben, war da einfach gar keine Zeit für. Und das mache ich heute. Und dann werde ich mir nochmal einen Plan machen müssen, was so die nächsten Tage kommt. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal, wo mein Platz ist heute. Und zwar bin ich da. Alleine aufgebaut, das wäre Zeit. Und ja, Water Rafting habt ihr ja schon gesehen. Mega, mega geil. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr in Queenstown seid, macht Water Rafting. Konnte ich auch gut mit meinem Fuß machen. Und ist eine mega geile Erfahrung gewesen. Würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall. Ist auch was für nicht so Sportliche. Auf jeden Fall. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann!